In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du umweltfreundliches Waschpulver selber machen kannst. Alle Zutaten, die ich hier dafür benutze, verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Im ersten Schritt brauchen wir dafür Kernseife. Davon nehmen wir hier 130 Gramm und diese habe ich jetzt schon einmal fein gerieben. Du kannst sie natürlich auch schon gerieben kaufen. Ich habe das Ganze jetzt einmal selber gemacht. Am Ende ist das Selbermachen auch etwas günstiger, dafür eben aber auch etwas aufwendiger. Jetzt brauchst du noch irgendein Glas. Ich habe jetzt hier ein Einmachglas genommen oder eben ein anderes Behältnis, wo du dein Waschpulver dann später aufbewahren möchtest. Hier gebe ich die komplette Kernseife jetzt einmal hinein. Vor allen Dingen bei den Ölen und Fetten sorgt die Kernseife hier für eine wirklich gute Waschleistung. Im nächsten Schritt brauchen wir dann Waschsoda. Hiervon nehmen wir 180 Gramm und geben dieses jetzt ebenfalls mit in unser Behältnis. Waschsoda hat eine wirklich starke Waschwirkung und sollte daher in dem Waschpulver auf gar keinen Fall fehlen. Unsere dritte und letzte Zutat ist jetzt Natron. Hiervon brauchen wir für unser Waschpulver einmal 100 Gramm und geben dieses jetzt ebenfalls mit in unser Gefäß. Natron bindet Gerüche und sorgt so eben dafür, dass die Wäsche nicht mehr stinkt, auch Schweißgeruch, alles wird aus der Wäsche entfernt und es ist eben auch ein guter Wasserenthärter. Wenn wir jetzt alle Zutaten in unser Glas gegeben haben, rühren wir diese einmal gut durch, damit alles auch wirklich schön miteinander vermischt ist. Du kannst natürlich auch einfach schließen und schütteln, je nachdem, was du jetzt auch für ein Behältnis hast und wie viel Platz in diesem noch ist. Wenn alles dann einmal gut durchgemischt ist, dann haben wir unser selbstgemachtes Waschpulver auch schon fertig. Und dieses ist eben rein aus Hausmitteln entstanden. Das heißt, wir haben hier keine Chemie in unserem Waschpulver und können es dann perfekt für unsere Wäsche verwenden. Wenn du jetzt Wolle oder Seide hast, solltest du diese damit aber nicht waschen, denn das enthaltene Waschsoda ist dafür nicht geeignet. Je nachdem, wie stark die Verschmutzung ist, brauchst du hiervon jetzt 1-3 Esslöffel pro Waschgang. Und du kannst es dann natürlich ganz einfach mit direkt in die Trommel geben oder eben oben in das Fach für das Waschpulver, je nachdem, wo du dein Waschpulver sonst auch mit hineingibst. Wenn dir dieser kleine Tipp jetzt geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, ob auch du in Zukunft dein Waschpulver selber machen wirst oder ob du weiterhin auf Gekauftes zurückgreifst. Und vergiss auch auf keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.